Zuschauer zu Wort kommen lasse auch. Herr Köppel, wie finden Sie das Diskussionsklima in Deutschland? Die beiden sind übrigens in einer Partei, in der CDU. Ich bin natürlich immer nachhaltig beeindruckt von der Fulminanz der Rhetorik von Herrn Friedmann. Man muss dann immer schauen, was hinter dem Feuerwerk dann an Substanz stehen bleibt. Aber ich glaube... Ich bin Schweizer und Opfergleich. Sie kritisieren doch nicht gerne, aber der oder? Der Punkt ist schon so, Herr Friedmann, auch Sie müssen attestieren, es ist natürlich so, es ist heikel in Deutschland, gewisse Themen anzusprechen. Das hat der Fall Sarrazin gezeigt vor ein paar Wochen. Es ist auch verständlich, dass das so ist. Und noch einmal, darum sage ich, ist ja die Schweiz ein leuchtendes... Ist die Schweiz, aber lassen Sie mich jetzt auch mal ausreden, Herr Friedmann. Ist es nicht normal, dass wenn jemand mit einem Kanonenschuss wie Sarrazin schießt, darauf auch Reaktionen stattfinden? Was ist daran schlimm? Aber Herr Friedmann, Sie dürfen es jetzt nicht... Das ist doch Diskussionskultur. Sie dürfen es jetzt nicht in einem Wortschwall wieder zudecken. Nein, nein, Sie versuchen nur etwas überzudecken. Herr Friedmann, der Schweizer mit seinen Pausen zwischen den Worten. Aber dann rede ich jetzt auch ganz langsam. Nein, Sie halten jetzt einfach mal den Mund. Nein, der Punkt... Wo sind wir denn jetzt hier? Herr Plassberg, so kenne ich Sie nicht. Entschuldigung. Akzeptiert. Dann ist ja für Sie ein Heimspiel.